Hallo liebe Spielefreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo von Gamers Global. Heute haben wir uns Micro Machines World Series vorgenommen. Endlich ist nämlich wieder ein neuer Serienteil der legendären Funracer-Reihe da. Wie für die Reihe üblich fahrt ihr in den Micro Machines, also kleinen Fahrzeugen, zum Beispiel hier auf einer Tischplatte entlang, wobei ihr auch auf Smarties trefft, die so groß sind wie so manches Auto, das auf der Straße fährt. Diese Strecken sind detailverliebt und nicht zuletzt auch am Rande hier zum Beispiel der Hund, der versucht über die Tischplatte zu schauen, mit diversen witzigen Details versehen. Auch die 12 unterschiedlichen Fahrzeuge, die machen richtig Laune. So fahrt ihr zum Beispiel hier im G.I. Joe Panzer herum oder besteigt, wenn ihr wollt, auch einfach den Polizeiwagen. Jedes dieser Fahrzeuge steuert sich ein bisschen anders. Allerdings nehmen sie sich in puncto Beschleunigung und auch Höchstgeschwindigkeit nichts. Das heißt, daraus ergibt sich kein Vor- oder Nachteil. Wie ihr im bisherigen Video bereits gesehen habt, gibt es im Spiel auch Waffen, die ihr in Form von Power-Ups auf der Strecke einsammeln könnt. Damit erledigt ihr dann entsprechend die Gegner, wenn ihr zum Beispiel eine Mine hinter euch fallen lasst oder indem ihr mit einer Nerfgun den vor euch fahrenden Gegner verlangsamt. Euer Fahrzeug kann aber natürlich auch zerstört werden, wenn ihr unachtsam seid und irgendwo in die Tiefe stürzt oder auch durch bestimmte Details in der Umgebung, hier zum Beispiel eine Billardkugel, die uns platt macht. Aber auf der G.I. Joe Strecke kann das auch ein über der Strecke kreisender Helikopter sein, der euch mit Dynamit eindeckt. Diese Waffen müssen übrigens in den Rennen nicht zum Einsatz kommen, denn zumindest im Offline-Modus dürft ihr auch diese sogenannten Mutatoren umstellen. Das klingt für euch nach einem sehr unterhaltsamen Funracer. Ja, die Grundzutaten, die sind in jedem Fall vorhanden. Allerdings mischt Codemasters sie nicht so ganz richtig. Zum einen bietet das Spiel für Solisten relativ wenig, denn dort könnt ihr maximal mit bis zu 4 Spielern antreten, beziehungsweise eben mit 3 KI-Gegnern. Und als Solospieler müsst ihr weitere Abstriche machen. Während ihr nämlich im Offline-Modus lediglich mit 3 Gegnern in kleinen Arenen euch gegenseitig mit verschiedenen Waffen das Leben schwer macht, könnt ihr in diesem Modus hier, der teambasiert ist, nur antreten, wenn ihr online spielt. Dabei müsst ihr entsprechend hier nicht nur die Gegner besiegen, sondern auch noch eine Bombe aufsammeln und sie in der Basis des Gegners hochgehen lassen. Ärgerlich ist außerdem, dass ihr nur online Erfahrungspunkte für Stufenaufstiege sammeln könnt, um die Lootboxen freizuschalten bzw. Ingame-Münzen, mit denen ihr in der Lage seid, Individualisierungen an euren Fahrzeugen vorzunehmen. Wir sind zwar nur rein kosmetischer Natur, aber wer sie haben will, der kommt eben nicht drum herum, online zu spielen. Aber es gibt noch mehr Gründe, warum Micro Machines World Series nicht ganz an die Erwartungen rankommt, die man an einen Micro Machines haben darf. Denn es ist auch technisch nicht so ganz ausgereift. Das gilt zum einen für den Netzcode. Wir hatten nämlich in den Multiplayer-Spielen doch mit so einigen Lags zu kämpfen, die auch die Spielbarkeit sehr stark beeinflussen. Aber auch wenn ihr offline spielt und gegen die KI, dann werdet ihr diverse Slowdowns erleben, die euch auch hier und da ziemlich auf die Nerven gehen können. Aber auch wenn wir die gelegentlichen Slowdowns abziehen, dann werdet ihr es in Micro Machines World Series nicht mit konstanten 30 Frames zu tun bekommen. Denn die Bildrate, die erreicht genau diese Zahl nur relativ selten und läuft immer so ein bisschen ruckelig. Zumindest auf der Xbox One und der PS4. Die PC-Fassung, die lag uns zum Testzeitpunkt noch nicht vor. Es ist natürlich sinnvoll und nachvollziehbar, dass die leeren Plätze in den Multiplayer-Spielen von Bots aufgefüllt werden. Allerdings stellt sich in dem Zusammenhang die Frage, wenn das online möglich ist, warum gibt es denn nicht auch einen Solo-Modus, in dem eine entsprechend hohe Anzahl an Bots aktiv werden kann? Micro Machines World Series ist zumindest im aktuellen Zustand nicht ganz das, was man sich als Fan der Reihe erhoffen konnte. Schlecht ist es nicht, aber es könnte doch deutlich besser sein. Alle weiteren Details zum Spiel sowie unseren Testbericht findet ihr auf gamersglobal.de.